Wir stellen euch heute die Anwendung Miniverse vor. Die wurde entwickelt, um VR näher zu bringen. Kurz zum räumlichen Umgebung. Jeder Raum verfügt über eine Exit-Tür, die bei Berührung des HMDs ausgelöst wird. Die Fortbewegung kann entweder zu Fuß erfolgen, ich kann mich hier frei bewegen, oder auch über die Teleport-Funktion, die ich jetzt zur Veranschaulichung immer benutzen werde. Das funktioniert über das Touchpad, kann man einfach drücken und dann sieht man seinen Pfeil, kann sich dann quasi an die ausgewählte Position hin und her teleportieren. Wir fangen an mit dem Targeted Raum. Wir warten, bis der Progressbalken voll geladen ist und dann kann man mit der Taste Play den Raum aktivieren. Hier war es einfach nur das Ziel, mit den Bällen kann man die Objekte quasi abwerfen. Rechts stehen ein paar Flaschen zum Abwerfen, links wurde so eine Art Pyramide aufgebaut. Es gibt hier auch keine Punkte, also einfach nur freies Üben mit den Objekten zu werfen. Mit dem blauen Reset-Button werden die Bälle zurückgesetzt, aber die Objekte bleiben vorhanden. Das heißt, man kann so oft werfen, wie man will. Betätigt man den roten Reset-Button, werden auch die Objekte zurückgesetzt. Man kann die Welt quasi von vorne starten. Hier war es das Ziel, ein kleines Lego darzustellen. Man kann hier die Objekte beliebig aufeinander stapeln, kann Burgen bauen, kann Türme bauen, wie man will. Werden zusätzliche Blöcke benötigt, kann man mit dem Strahl, also mit dem Menübutton wird der Raycast ausgelöst. Der Raycast kann man auf ein Objekt zeigen und mit dem seitlichen Knopf kann man die Objekte dann erzeugen. Wie auch immer kann man die dann quasi benutzen zum Objekte bauen. Im Bowlingraum stehen uns drei Bowlingbahnen zur Verfügung. Wir können ganz rechts spielen, in der Mitte oder ganz links, wie man möchte. Funktioniert auch mit dem Trigger, werden die Bälle angehoben und dann geht es einfach los, indem man die Kugel wirft. Berührt die Kugel hinten die rote Linie, wird die Kugel automatisch zurückgesetzt, bleibt sie quasi im Raum liegen, weil man falsch geworfen hat oder die Kugel sich falsch bewegt hat, kann man die mit dem blauen Reset-Button zurücksetzen. Wenn man die komplette Bahn inklusive Punkte zurücksetzen, wird der rote Reset-Button betätigt. In dieser Umgebung wurde das Framework WRLD benutzt, das frei zur Verfügung stand. Und wir haben hier so einen kleinen Superman umgesetzt. Das heißt, man kann quasi mit dem Trigger-Button kann man sich fortbewegen. Und mit dem Drehen des Controllers kann man die Richtung ändern, indem man fliegt. In diesem Raum gibt es keine Exit-Tür. Das heißt, die Anwendung wird über den Home-Button beendet und man befindet sich anschließend wieder im Hauptmenü.